Hallo, guten Tag. Ich würde gerne etwas über César Vallejo erklären. Ja, wir haben schon in unserem Post über César Vallejo erklärt, den Poem Los Heraldos Negros. Ja? Los Heraldos Negros war das erste Buch von César Vallejo. Er würde Los Heraldos Negros in Peru geschrieben. Danach ist er nach Paris umgezogen. Und er hat auch in Paris geschrieben. Aber was bedeutet Los Heraldos Negros und warum ich habe Los Heraldos Negros gewählt? Ich habe Los Heraldos Negros, als ich es war um 20 Jahre gelesen. Und das war, als ich Los Heraldos Negros gelesen habe, dieses Poem hat mich schockiert, weil das Wortschatz, die Gefühle des Menschen bedeuten viele Sachen für mich. Er hat viele Bedeutung für mich in diesem Moment. Jetzt lese ich Los Heraldos Negros und hat noch eine Bedeutung. Aber damals war ich eine junge Frau und ich hatte vielleicht verschiedene Traurigkeit wegen der die Liebe, ja? Und ich hatte viele Gedanken darüber, ja? Zum Beispiel, es ist richtig, dass César Vallejo, was César Vallejo geschrieben hat. Es ist richtig, dass als Mensch wir werden immer Situationen, die nicht sehr richtig oder gut für uns sind. Ja? Und was bedeutet, wenn diesen Dingen vielleicht nicht fair sind für uns? Wenn etwas nicht sehr gut zu uns passiert und wir sagen, das kann nicht sein für mich, das ist nicht fair, das ist nicht für mich, das gehört nicht für mich. Und dann, ich habe dieses Poem, dieses Text von César Vallejo gelesen und ich habe alles verstanden. Und ich glaube, jeder Leser kann diese Botschaft verstehen. Und das stellt die Großzügigkeit, die Riesigkeit von César Vallejo. César Vallejo hat noch mehrere Bücher danach. Er wurde mit 46 Jahren gestorben in Paris. Und er hat eine Verpflichtung mit den Situationen des Menschen, die nicht sehr fair waren. Ja, zum Beispiel arme Leute, die sehr, sehr ein schlechtes Leben gehabt hatten, die Leute, die nicht sehr gut waren. Das war für César Vallejo sehr wichtig, ja, für ihn. Und das könnte er sehr richtig als Dichter erzählt, ja. Und ich wollte nur etwas über ihn sagen, weil ich schätze, dass César Vallejo eine sehr wichtige Dichter ist. Und wenn man die spanische Literatur kennenlernen wollen, man muss César Vallejo unbedingt lesen oder versuchen zu lesen, weil er nicht sehr einfach ist. Aber man muss es versuchen. Also, schönen Tag noch. Tschüss.